Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Video. Heute zeige ich euch, wie man diese automatische Melonenfarm baut. Und ich würde sagen, wir fangen direkt damit an. Das erste, was ihr macht, ist einen Boden ausheben. Welche Farben ihr hierfür benutzt, ist natürlich euch überlassen. Ich nehme natürlich wie immer Quarz und dieses Zyanglas, weil ich es am coolsten finde, aber wie gesagt, ist eigentlich egal. Und zwar macht ihr das 5x4 Blöcke groß, also 5 Blöcke breit und 4 Blöcke lang quasi. Und das wird jetzt quasi die erste Ebene, wo unsere Kiste auch hinkommt. Die stellen wir hier in die Mitte. Dann machen wir von hinten einen Trichter an die Kiste ran und dann von links und rechts jeweils einen Trichter an den mittleren Trichter ran. Dann machen wir hier Quarzblöcke hin. Machen hier auf die Rückseite Power Rails und den Rest voll mit normalen Rails. Und wenn ihr auf die Trichter normale Rails machen müsst, dann möchtet, dann müsst ihr dabei sneaken. So, zack. Dann machen wir auf dieser Seite nochmal Quarz. Lassen aber den mittleren Block frei, da kommt nämlich der Redstone-Block hin, der das Ganze powert. Und dann können wir hier oben schon das Minecart draufstellen mit dem Trichter und das fährt jetzt schon mal im Kreis. Damit hätten wir eigentlich schon mal dieses Aufsammelsystem quasi fertig. So, dann ziehen wir die Mauern hier an der Seite nochmal ein bisschen hoch. Und zwar insgesamt 3, 4, 5, 6 Blöcke. So. Das machen wir überall einmal. Zack, ihr könnt das Ganze natürlich auch noch größer oder kleiner bauen, je nachdem wie ihr es braucht. Ich mache das jetzt nur mal etwas größer, damit ihr seht, wie es denn auch funktioniert. Und mal ganz ehrlich, wenn man das die ganze Zeit laufen lassen hat, wenn man AFK ist, dann braucht man auch echt keine Melonen mehr. Das Ganze funktioniert übrigens genauso auch mit Kürbissen, wenn ihr das möchtet. Und ja, so, jetzt bauen wir hier erstmal noch Blöcke nach oben. Zack. Und das nächste, was wir jetzt brauchen, sind einmal Pistons. Dann brauchen wir Observer, Redstone. So, zack. Und auch Erde. Und dafür brauchen wir dann noch eine Hacke, damit wir das auch bearbeiten können. Also kommt auf diese Ebene jetzt quasi Gras. Und das bedeutet, dass wir einen da drüber die Server platzieren müssen, also quasi hier. Wir müssen darauf achten, dass der rote Punkt nach oben zeigt. Und dann andersrum müssen wir die Pistons bauen, da muss der Piston nach unten zeigen. Und das sorgt jetzt dafür, dass quasi auf diesem Block hier erkannt wird, wenn die Pflanze sich an die Melone quasi andockt. Also dann verändert die sich ja und das sehen die Observer. Und deswegen powern sie die Pistons, die dann die Melone, die dann hier gewachsen ist, zerstören. So. Was wir dann nochmal machen, ist hier auf der Rückseite, das müsste hier sein, genau, hier machen wir Wasser hin, damit das gehackte Land quasi nicht weggeht, wenn wir die Melonen drauf platzieren. So, können wir jetzt auch direkt machen, wenn ich die Melonensamen finde. So, platzieren wir dann dahinter. Und das ist jetzt soweit relativ fertig eigentlich schon. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist hier oben eine Reihe Blöcke drauf mit Redstone. Und dann nochmal Redstone auf die Observer darunter. Und jetzt ist es eigentlich schon soweit fertig. Wir können jetzt nochmal hier ein bisschen mit Glas verzieren, das Ganze. Sieht nämlich immer ziemlich cool aus und ich baue ja alle meine Farmen so, falls ihr die anderen Tutorials noch nicht gesehen habt. Und das sieht dann ganz cool aus, wenn man die alle nebeneinander hat. So, und dann erhöhen wir jetzt mal den Tick-Speed, damit wir das hier mal ein bisschen schneller sehen. Ihr seht auch beim Wachsen stoßen die auch einmal nach unten quasi, die Kolben. Und wenn jetzt Melonen kommen, wie zum Beispiel hier, dann seht ihr, dass alle Kolben ausgelöst werden und dann die Melonen kaputt machen. So, und das funktioniert jetzt ganz automatisch. Das Minecart sammelt dann die Melonen auf und tut sie hier in die Kiste. Und das ist ein relativ simples System und relativ ressourcenarm. Ihr könnt das Ganze natürlich auch noch viel größer bauen oder viel kleiner, je nachdem wie viel Melonen ihr halt braucht. Und wie gesagt, das Ganze funktioniert auch mit Kürbissen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann, na, ihr kennt den Scheiß, liken und so, bla bla bla. Bis zum nächsten Mal, Jungs, haut rein und ciao ciao.